Ja, guten Morgen, ich grüße euch alle im Namen Jesu Christi. Wir fangen jetzt an. Alle, die noch keinen Sitzplatz haben, wir haben noch drüben eine Treppenstufe, da sind genügend Plätze noch. Mein Name ist Shahin. Für alle, die jetzt Informationen mal brauchen, wir haben einige Brüder und Geschwister, die ihr ansprechen könnt, wenn ihr Fragen habt. Wir haben hier vorne rechts ein Verpflegungszelt in Rot. Da steht auch Kaffee und Tee dran. Wenn jemand Durst hat, ein Glas Wasser oder einen Tee oder einen Kaffee, dann könnt ihr euch gerne an die Schwestern und Brüder dort wenden. Die helfen bei der Verpflegung, dass wir damit anfangen und mit dem Segen des Herrn. Wer die Möglichkeit hat, aufzustehen, kann aufstehen. Und wer nicht, der kann sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir wollen vor deine Gegenwart kommen und dir danken für diese Gelegenheit und für deine Gnade, dass wir hier sein dürfen. Und wir wollen von deiner Botschaft hören, von dem, was du uns gegeben hast. Herr Jesus, was können wir dir bieten, als alleine unser Leben, damit du es erfüllst mit deinem Segen. Und wir wollen den Ablauf in deine Hände legen. Wir wollen jede Seele vor dein Angesicht bringen, die noch keinen Frieden hat. Den Frieden mit dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir loben und preisen deinen allmächtigen Namen. Halleluja. Amen. Amen. Ja, der Grund, warum wir jetzt uns hier versammeln, hat eigentlich einen Namen. Es geht nicht um ein bestimmtes Motto. Es geht nicht um eine Tat, die wir Menschen machen. Es geht eigentlich um eine Person, die nennt sich Jesus Christus. Die Person, die letztendlich zu uns gekommen ist. Wir wissen, wir können Gott nicht sehen. Gott ist getrennt von uns durch unsere Sünden. Das war einst nicht so im Paradies. Aber die Sünde hat eine Trennmauer zwischen uns und Gott geschaffen. Und das Ziel Gottes war, zu den Menschen hinabzukommen. Denn wir sind Personen. Und der Herr Jesus möchte uns persönlich begegnen. Und so kam er auf diese Welt vor ungefähr 2000 Jahren. Aber er kam nicht einfach so. Und so stehen wir hier auch nicht einfach so. Sondern wir stehen hier mit einer Botschaft. Mit einer Botschaft, die nicht einfach eine Information ist. Sondern eine Botschaft, die der Herr Jesus selber höchstpersönlich hierher getragen hat. Und diese Botschaft heißt, ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, Gerechte zu berufen. Ich bin gekommen, um den Sünder zur Umkehr, also zur Buße zu rufen. Das war das Ziel Gottes. Er hat Menschengestalt angenommen, um auf dieser Erde den Menschen eine Botschaft zu geben. Lieber Mensch, liebe Seele, ich möchte die Beziehung, die ich einst mit dir verloren habe, wiederherstellen. Aber da ist was im Weg, das ist die Sünde. Du Mensch kannst diese Sünde nicht wegtun. Aber sei getrost. Ich bin gekommen, um diese Sünde, diese Mauer zu durchbrechen. Und wir dürfen das proklamieren, denn er hat es getan. Er ist gestorben als Unschuldiger und ist auferstanden nach 3 Tagen. Und diese Botschaft wird niemals zu Ende gehen. Diese Botschaft ist immer gleich. So einfach sie klingt und doch Menschenherzen zum ewigen Leben ruft. Und der sich angesprochen fühlt, der sagen kann, ja, ich bin nicht gerecht, sondern mir bedarf Vergebung. Ich brauche Vergebung. Wer mit so einer Einstellung zu unserem Herrn im Himmel kommt und Jesus Christus als seinen Erlöser annimmt, der bekommt ewiges Leben. Denn aus Werken wird kein Mensch gerecht vor Gott. Niemand kann etwas tun, um das ewige Leben zu erarbeiten, zu verdienen. Es ist alles Unverdienst und deswegen sagt die Bibel dazu, es ist Gnade. Und ich wiederhole noch einmal, das ist sehr wichtig. Wir sind nicht hier, um einen Verein hervorzuheben. Wir sind nicht hier, um einer Gemeinde Mitglieder oder einer Religionsgemeinschaft Mitglieder zu organisieren, sondern wir sind hier aus lauter Gnade. Wir sind hier wegen der Person Jesu Christi, wegen dem, der für unsere Sünden starb. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und kam zu uns, um uns persönlich zu begegnen. Und die Frage, lieber Zuhörer, ist er dir persönlich begegnet? Nicht, ob er meinem Nachbarn oder meinem Nächsten, sondern ist er mir persönlich begegnet? Ich kann sagen, ja. Ich kann sagen, wenn heute meine Augen sich schließen und ich in die Ewigkeit gehe,
werde ich meine Augen öffnen in der Gegenwart Jesu Christi im Himmel. Das sage ich nicht, weil ich gut bin, das sage ich, weil der Herr Jesus der einzige Gute ist, der in meinem Herzen Platz genommen hat. Amen. Ja, ich heiße euch willkommen, liebe Geschwister, liebe Kölner, im Namen von Jesus Christus. Und wie der Bruder gerade gesagt hat, das ist hier keine Talkshow. Das ist hier keine Veranstaltung, um jemand, eine Organisation oder irgendetwas groß zu machen, was von dieser Welt ist. Wir sind hier, wenn du dich gefragt hast, lieber Kölner oder lieber Besucher, wir haben heute viele Menschen gesehen aus so vielen Ländern. Wenn du dich gefragt hast, warum hier so viele Menschen in Blau gekleidet sind, warum die hier hingekommen sind, hast du da eine Antwort gefunden? Hast du dafür eine Antwort gefunden? Die normale Welt, die dreht sich nur um sich selbst. Die will sich selbst immer präsentieren. Ja, das findet man heute besonders auf YouTube. Da kann man so viele Sachen sehen, was die Menschen so anstellen. Da machen sie große und verrückte Dinge. Auf irgendwelchen Hochhäusern an der Kante rumlaufen. Alle wollen sich selbst irgendwie präsentieren. Und wenn du dich heute fragst, warum wir hier sind, warum ich so viele wunderbare Geschwister hier sehen kann, die sind teilweise von Wien gekommen, aus der Schweiz, von überall von Deutschland haben die sich aufgemacht, sind hier hingekommen, um eine Sache lebendig werden zu lassen, nämlich ein Wort, was in diesem Buche steht, in der Bibel. Und das Wort, das heißt, die Liebe des Christus drängte mich. Das hat vor 2000 Jahren Paulus gesagt. Der Apostel Paulus, der ein Verleugner war, der Gott nicht akzeptiert hat, das war ein religiöser Mensch. Der kannte Gott mehr oder weniger. Der kannte die Bibel, der wusste, da ist ein Gott, der ihn mal straft und alles das. Aber der wusste nicht, wie sehr dieser Gott ihn liebt. Aber diese Menschen, die wissen das hier. Diese Menschen, die wissen das hier. Die sind nicht selbstsüchtig hier, um sich selbst groß zu machen, um sich einen Namen zu machen. Hier, es geht hier nicht um werde Licht. Es geht um den, der sich klein gemacht hat. Sein Name ist Jesus Christus. Den, der am Kreuze gestorben ist. Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben lässt für dich. Es gibt keine größere Liebe, wenn einer kommt und dich täten möchte und einer sagt, nimm mich. Es gibt keine größere Liebe. Und das ist die Motivation, die diese Menschen, die ihr hier seht, haben. Die Liebe Gottes zu euch. Paulus, dieser Apostel, der dann eines Tages diese Liebe erfahren hat, der diese Liebe Gottes erfahren hat, der sich selbst erkennen durfte, seinen Zustand, dass er nur sich selbst präsentieren wollte, der war ein großer Theologe, der wollte sich selbst in den Vordergrund stellen. Der hat einmal die Liebe Gottes erkannt, der stand vor Gott, weißt du, wenn du vor Gott stehst, dann sieht er dich so, wie du bist. So, wie du bist, sieht er dich. Mit deinen Fehlern, mit deinem Schmutz, mit all das. Er hat das erfahren. Und er hat diese Liebe Gottes, diese Vergebung Gottes angenommen. Und dann lesen wir in der Schrift, und das ist wunderbar. Er schreibt an die Korinther, er sagt dann, ich habe Schläge erlitten, ich wurde gesteinigt, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. Er formuliert es so, ich sterbe täglich. Täglich. Er hat das alles durchgemacht, viel durchgemacht, um sich selbst zu präsentieren. Nein, um die Liebe Christi dieser Welt zu bringen. Denn die Bibel sagt, dass jeder, der ihn aufnahm, ein Kind Gottes war. Ein Kind Gottes ist. Und das ist der Grund, liebe Geschwister,
Das ist der Grund, liebe Kölner, warum wir hier sind. Wir wollen nicht selbst uns groß machen, sondern den großen Heiland, der sich für uns klein gemacht hat, der seine Liebe gezeigt hat, indem er am Kreuze gestorben ist. Das haben wir aufgenommen. Das ist das, was uns drängt. Das ist das, was uns motiviert. Aber warum? Warum? Wisst ihr, wir leben in einer Welt, die ständig ihren Wert sucht, die nicht weiß, was sie wert ist. Jede Seele probiert seinen Wert hier auf dieser Erde groß zu machen, indem er viel arbeitet. Was bist du wert heute? 2000 Euro? 3000 Euro? Was verdienst du im Monat? Jeder sucht seinen Wert. Was bin ich wert? Wie viel lieben mich meine Kinder? Wie viel Freunde habe ich? Wie viele Klicks bei Facebook? Jeder sucht seinen Wert. Bin ich geliebt? Bin ich denn geliebt? Das ist doch die Frage unseres Herzens. Das ist die Frage, auf die es eine Antwort gibt. Wie der Bruder eben auch sagte, die Liebe Gottes ist alleine in Christus sichtbar. Und das ist das, was die Menschen erkannt haben. Das ist das, was wir erkannt haben. Wenn du manchmal deine Berufung nicht weißt, wenn du den Weg nicht weißt, wo du hingehen sollst. Die Jünger Jesu haben auch gesagt, zeig uns den Weg. Der Herr hat gesagt, ihr kennt den Weg. Der Weg führt dahin, dass wir uns selbst aufgeben. Selbst aufgeben, selbst sterben, damit die Menschen die Liebe sehen. Ich kenne Geschwister, die gehen nachts auf die Straßen, geben Essen den Drogensüchtigen. Sie verzichten auf Schlaf. Sie verzichten auf ihre Freunde, Kontakte. Sie sterben, um diesen Menschen ihre Liebe zu zeigen. Andere Menschen lassen alles zurück, ihr altes Leben, gehen in Länder, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist die Liebe des Christus, die in uns ist. Das ist der Weg, den auch wir gehen dürfen. Und ich danke dem Herrn so sehr, dass wir heute ein lebendiges Zeichen von dieser Liebe hier gesetzt haben. Ich danke so sehr, dass ich diese Worte, die ich hier lese, lebendig sehe. Das ist für mich das größte Wunder, was es gibt. Das größte Wunder, was es gibt, ist, dass Gottes Wort lebendig ist. Das sind aber nicht nur so Phrasen, nur nicht nur so Aussagen. Das sieht man hier lebendig. Möget ihr zum großen Licht für sie sein. Möge der Herr euch benutzen als Werkzeuge seiner Liebe und Gerechtigkeit. Der Herr segne euch. Ja, wir haben viel gehört. Ich hoffe, das viel Gehörte geht nicht einfach so in das Leere, sondern bringt seine Frucht in jeden Einzelnen von uns. Wir können uns wieder setzen. Wir haben das Evangelium heute mehrmals gehört. Wir haben von der Liebe Gottes mehrmals gehört. Und jeder, der ein Kind Gottes ist, hört es, ich bin mir sicher, zwei oder dreimal mindestens in einer Woche in einer Gemeinde. Und wenn auch das nicht ist, liest er die Bibel. Und wenn auch das nicht ist, hört er Predigten. Aber jeder von uns hört diese Wahrheiten sehr oft. Sehr oft. Und die Frage ist, wenn wir das alles gehört haben, wenn wir unsere Berufung kennen, was machen wir mit dieser Berufung? Wir sind einmal auf den Straßen, liebe Geschwister, um den Menschen, die verloren sind, das Wort Gottes, das Evangelium kundzutun. Aber auch vielmehr die Geschwister, die in den Gemeinden sind, die schon bekehrt sind, die wiedergeboren sind, zum Ermutigen, zum Motivieren, dass wir Kinder Gottes, wie Lichter in dieser finsteren Welt wandeln und leuchten sollen. Denn eins, als der Herr Jesus Christus gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. So soll es auch bei uns sein. Wer mich sieht, wer uns sieht, der sieht den, der uns erlöst und berufen hat. Und das geht nur, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten.
In Römer 10, Vers 14 heißt es: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserer Predigt? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes, durch das Wort Christi. Wie sollen die Menschen glauben, wenn wir nicht von Jesus Christus zeugen? Wie sollen die Menschen erkennen, dass Jesus Christus der Erlöser ist, ihr Erlöser ist, wenn wir das denen nicht zeigen und sagen? Und das ist auch unsere Motivation, warum wir auf die Straßen gehen. Aber die Straße ist nicht alles. Warum wir in unserem Alltag, ob zu Hause, ob draußen, ein Licht für Jesus Christus sein sollen. Die Frage ist, warum sind wir das bis jetzt nicht gewesen? Was ist der Grund, warum wir das bis jetzt noch nicht gewesen sind? Ich will euch von einem Mann erzählen, von dem wir heute schon ein paar Mal gehört haben. Dieser Mann heißt Paulus. In Apostelgeschichte Kapitel 26, als er Rechenschaft gibt, als er sein Zeugnis gibt, Zeugnis, wie er gefunden worden ist. Er hat Gott gesucht, wie er gefunden worden ist. Und er erzählt in Vers 15, nachdem dieses Licht kam, nachdem er geblendet worden ist, da sprach eine Stimme: Herr. Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf, stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen. Und heute sagt der Herr Jesus Christus zu jedem einzelnen von uns, die wir das Licht Gottes schon gesehen haben: Steh auf, stell dich auf deine Füße. Ich bin dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast. Und wir wissen, Jesus, seine letzten Worte waren: Geht hinaus in alle Welt und verkündigt den Menschen das Evangelium. Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und Paulus hat genau diesen Befehl auch von Jesus Christus, der damals nicht dabei war, als Jesus das gesagt hat, nochmal zu hören bekommen. Und heute hören wir das noch einmal. Ich bin dir erschienen, lieber Zuhörer, damit du von mir zeugen sollst. Für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich senden werde. Um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheilt sind, durch den Glauben an mich. Haben wir diesen Auftrag, diesen Befehl, diese Liebe, die wir Christus dadurch zeigen, haben wir das einmal ernst genommen, liebe Geschwister? Haben wir das ernst genommen? Oder ist der Scham in uns noch so groß, dass wir uns schämen? Paulus sagt: Ich schäme mich nicht. Denn im Kreuz ist die Kraft Gottes, die alle Menschen rettet, weil Gerechtigkeit und Gnade, wie wir heute gesagt und gehört haben, sich geküsst haben. Welch eine Botschaft! Welch eine Botschaft, du sündiger Mensch, der du unfähig bist, Gottes Gebote zu halten, bekommst Gnade, ein Geschenk, weil Jesus Christus bezahlt hat. Und wer diese Gnade empfangen hat, der wird das tun, was unsere Vorbilder getan haben, was uns die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet uns zum Beispiel von Petrus, der, als Jesus Christus in sein Leben kam, als er angefangen hat, Wege zu gehen, die er nicht gehen will,
oder seine Arme hochheben sollte und ein anderer ihn führen sollte. So heißt es in Apostelgeschichte 4,19, als die Menschen, die Pharisäer, Schriftgelehrten, ihnen verwehren wollten, dass sie in dem Namen Jesus Christus predigen. Und manchmal ist in unserem Leben auch so etwas, dass jemand uns, ein Gedanke, ein Scham, eine Menschenfurcht, uns verbietet, den Namen Jesus Christus zu zeugen, liebe Geschwister. Wo hat das bei uns angefangen? Ist es, dass dir jemand gesagt hat, du hast die Berufung nicht? Du bist kein Evangelist, kein Prediger? Ist es die Menschenfurcht? Ist es, dass du denkst, dass du gar nicht würdig bist? Was ist es, was dich lahmgelegt hat? Paulus antwortet in Apostelgeschichte 4,19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir diesem Befehl, ein Zeuge zu sein, dass alles andere wichtiger ist als das, urteilen wir heute bei uns selbst. Und wisst ihr, warum sie das trotzdem getan haben? Wisst ihr, warum sie nicht aufgehört haben, von dem Namen Jesus zu zeugen? Wisst ihr, warum? In Vers 8 heißt es, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach zu ihnen. Er war voll des Heiligen Geistes. Ihm musste keiner mehr sagen, Petrus, wieso nimmst du das nicht ernst? Er war voll des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, Petrus, als er geredet hat, da haben die Menschen in ihm gesehen, eine Freimut. Denn sie redete mit Freimut, mit Mut. Weil Petrus wusste, wer der ist, der ihn berufen hat, das zu tun. Und wenn wir von Jesus bezeugen, wenn wir ihn verkündigen, wenn wir hier stehen, auf der Straße stehen, wenn wir in Einkaufszentrum gehen, dann sollen wir wissen, wer der ist, der zu uns gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen das nicht vergessen. Das hat nicht irgendjemand von der Ecke dir gesagt. Das hat der Schöpfer Himmels und Erde dir gesagt. Zum Schluss in Römer Kapitel 11. Vers 16. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wir wollen doch in das Bild Jesu Christi verwandelt und verändert werden, oder? Haben wir das vielleicht schon oft gebetet? Herr, nehme mich ein, verwandel mich, veränder mich. Ich will heilig wandeln. Aber heilig wandeln bedeutet, das Wesen Jesu Christi anzuziehen. Anzuziehen. Und ein großes Wesen war, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu rufen. Um Sünder zu retten. Die Frage ist, hast du Christus in diesem Bereich angezogen? Ist die Wurzel schon geheiligt worden in dir? Ist die Wurzel heilig? Wenn die nicht heilig ist, dann ist alles nicht heilig. Aber wenn in der Wurzel, in deiner Gesinnung, in deinem Ruf, auch das klar erkannt worden ist, dass wir Lichter sind, um vom Licht zu zeugen, Zeugnis zu geben, dann wird alles heilig werden. Lass uns ermutigt sein, lass uns zusammen beten, wenn wir gleich mit den Botschaften zu Ende sind, wie sie in Apostelgeschichte gebetet haben und Freimut bekommen, voll Geistes zu werden und von Jesus Christus zu zeugen. Der Herr segne euch. Ja, liebe Geschwister, wir haben viel gehört. Ich will auch wirklich ganz kurz ein paar Gedanken, die mir noch am Herzen liegen. Ich lese kurz zwei Verse aus 2. Korinther Kapitel 5. Wir haben die heute Morgen schon gehört. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Liebe Geschwister, das Kreuz des Herrn Jesus Christus hat die ganze Welt in zwei geteilt. Es gibt nicht mehr
gräulich sein, christlich sein, sondern entweder gerettet oder verloren. Entweder hast du das Leben oder du bist tot in Sünde und Übertretung. Entweder bist du unter dem Segen Gottes oder du bist unter dem Zorn Gottes. Entweder führst du ein Leben im Geist oder du führst dein Leben im Fleisch. Einen dritten Weg gibt es nicht. Die Bibel sagt, das sind zwei Wege. Der breite Weg, der ins Verderben führt, und viele Menschen sind auf dem breiten Weg. Und der schmale Weg, der zum Leben führt. Wenige Menschen finden diesen schmalen Weg. Und wenn du das erkannt hast, dass da einer ist, der für uns alle gestorben ist, der sein Leben für uns alle dahingegeben hat, wie kannst du da schweigen, liebes Kind Gottes? Wie kannst du schweigen von dieser Botschaft? Wie kannst du schweigen von unserem Herrn Jesus Christus? Und hier geht es nicht darum, einmal im Jahr auf so einer Veranstaltung ein paar Traktate zu verteilen, sondern wie sieht's aus auf deiner Arbeitsstelle? Wie sieht's aus in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt? Redest du von dem Herrn Jesus Christus oder verschweigst du dieses Wort Gottes? Gott sagt durch den Propheten Hesekiel, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst sterben, weil er ein gottloses Leben führt, und du sagst es ihm nicht, so werde ich das Blut von deiner Hand fordern. Als Christen haben wir eine große Verantwortung, liebe Geschwister. Die Bibel sagt, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Und das brauchen wir, liebe Geschwister, gerade in diesem Land, wo alles schön und gut ist. Jedem geht es gut. In der Offenbarung heißt das, du sprichst, du bist reich, du hast alles, du weißt alles, und du erkennst nicht, dass du arm, blind und entblößt bist vor dem Herrn. Das ist der Zustand der Christenheit in diesem Land. Aber der Herr sagt, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Aufwachen aus unserem Schlaf. Den Herrn Jesus Christus verkündigen. Den, der alles gegeben hat. Der seine Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen hat. Und zum Schluss hing er dort zwischen zwei Verbrechern. Sein Gesicht nicht am Leuchten, sondern am Bluten. Deine Sünde hat ihn ans Kreuz genagelt, liebe Geschwister. Und es waren nicht die Nägel, die ihn am Kreuz gehalten haben. Es war die Liebe Gottes zu allen Menschen. Und ich hoffe auch da hinten, die auf diesen schönen Treppen sitzt, hört die Botschaft. Jesus starb für euch. Jesus gab sein Leben für dich. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir bitten dich, lieber Zuhörer, lass dich versöhnen mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, wir müssen gleich los. Wir fahren mit dem Bus, da müssen wir noch 20 Minuten warten. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Gott hat seinen eingeborenen Sohn geschickt auf diese Welt, auf das er sein Blut lässt für dein Leben und für mein Leben. So hat Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mitverführt worden sind, wo die ewigen Qualen ist, wo das
Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht erlischt. Dieser Ort ist von dem Teufel und von seinen Dämonen gemacht. Es hört sich vielleicht lächerlich an für dich. Wisst ihr warum? Weil die Welt, weil die Medien uns einen Menschen mit zwei Hörnern zeigen, den wir auslachen. In Kriegsfilmen, in Kinderfilmen, in rot gekleidet. Doch Gott zeigt uns Wahrheit, damit die Verblendung der Welt von uns gelöscht und gereinigt wird. Damit wir erkennen, damit wir glauben, dass Jesus Christus der Herr Schaben ist. Dieser Jesus Christus. Ach, welch ein Name. Welch ein Name über alle Namen, von dem die Dämonen zittern müssen, von dem sie Angst haben. Und die Sünde, lieber Zuhörer, die dich, die mich, die deine Nachbarn, die die ganze Welt getrennt hat von dem lebendigen Gott, sie bringt dich dahin, dass du dorthin kommst, wo einst der Teufel gegen Gott rebelliert hat, der Engel, der gegen Gott rebelliert hat und ein Teufel geworden ist. Dieser Jesus Christus hat genau diese Trennwand, lieber Zuhörer, diese dicke Mauer, die du niemals kaputt machen kannst, mit Religion, mit Fasten, mit Werken, mit deinem äußeren Frömmigkeit. Nein, diese dicke Mauer ist alleine durch das Blut des Lammes durchbrochen. Wisst ihr, warum ich das sagen darf? Weil als Jesus Christus, der Fürst Gottes, der Fürst des Friedens, am Kreuz gestorben ist, den Preis deiner Schuld bezahlt hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Wisst ihr, was passiert ist? Der Tempel, der Vorhang im Tempel, zu dem Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart ist, Der ist zerrissen. Das heißt, jetzt haben wir Zugang durch das Blut, was am Kreuz bezahlt hat. Durch dieses Blut Zugang zu Gott. Und wir rufen durch seinen Geist, aber lieber Vater, denn wir sind Kinder Gottes geworden. Wir sind Geschöpfe Gottes, alle, die hier sind. Aber die Kindschaft Gottes nur, wenn deine Schuld, wenn der Preis deiner Schuld, welches dich eines Tages in die Hölle bringen wird, wenn sie bezahlt ist. Wenn sie bezahlt ist und sie wird bezahlt, wenn du erkennst und glaubst, wie die Schrift sagt, wie die Bibel sagt, zieh deine Maske aus, zieh aus dein verhülltes Gesicht, dass du den Menschen zeigst, dass du zufrieden bist. Zieh endlich aus. Suche. Jesus sagt, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Kennst du diesen Frieden? Kennst du diesen Frieden? Wenn alles schief im Leben läuft, dass du trotzdem gewiss bist, ich bin in Gott und Gott ist in mir. Kennst du das? Gott will heute dir zeigen, dass er nicht ein Gott ist, der im Grab geblieben ist. Er ist auferstanden. So bitten wir an Christi Stadt, an Jesus Stadt, an Christi Stadt. Wir sind unnütze Knechte. Wir sind nicht der Staub unter euren Füßen. Aber an Christi Stadt bitten wir euch, lasst euch versöhnen durch Jesus Christus. Und ich bitte euch, dass ihr hier stehen bleibt. Hört zu, in den Zeiten von Noahs hat man nicht zugehört. Da kam irgendwann die Wellen. Hört zu, was Gott euch zu sagen hat. Wir hören eine wunderbare Botschaft von unserem Bruder. Seid geduldig und hört zu, was der Herr euch zu sagen hat. Bruder Waldmann. Liebe Kölner, hier seht ihr auf diesem Plakat ein Herz. Und um dieses Herz kämpfen zwei Mächte. Und das ist schon von Anfang an so, von Anfang der Menschheitsgeschichte. Zwei Mächte kämpfen um dein Herz. Hier sehen wir das Herz des Menschen. Wir sehen hier verschiedene Tiere. Und ich möchte jetzt Stück für Stück auf jedes eingehen, um dir zu zeigen, was in deinem Herzen ist.
Hier sehen wir den Pfau. Viele Menschen bewundern ihn ob seiner Schönheit, aber er symbolisiert hier den Stolz des Menschen. Lieber Mensch, wenn du was Verkehrtes getan hast in deinem Leben, und dann mahnt eine innere Stimme, tu das doch wieder in Ordnung, geh doch zu den Menschen und bring das in Ordnung. Und irgendwas in dir rebelliert und sagt, ach, sich jetzt so erniedrigen und etwas in Ordnung bringen, es ist nichts anderes als der Stolz in deinem Herzen. Dann bist du vielleicht stolz auf deine Bildung. Du bist vielleicht stolz auf das, was du in deinem Leben erreicht hast. Und Stolz hasst Gott. Und es ist in deinem Herzen. Weiter. Weiter sehen wir hier ein anderes Tier, nämlich ein Widder oder ein Bock. Er symbolisiert die Lust der Welt, die Lust in deinem Körper. Liebe Freunde, die ihr verheiratet seid, Jesus hat gesagt, wer in seinen Gedanken schon eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Und wenn du das in deinem Leben getan hast, Gott hat Augen wie Feuerflammen und hier sehen wir dieses Auge, es sieht in dein Herz und schon in deinen Gedanken, wenn du das einmal getan hast, hast du gesündigt und dann ist diese Sünde in deinem Herzen. Vielleicht sagst du, ein Seitensprung ist doch keiner, ist doch halb so wild. Gott sieht das. Jeder voreheliche Akt, den du mit einer Frau ins Bett gesprungen bist, Gott sieht das und Gott nennt das Sünde. Wir gehen weiter. Wir sehen hier das Schwein. Das Schwein ist ein Bild auf Sucht. Auf Sucht. Vielleicht trinkst du viel Alkohol in deinem Leben. Vielleicht bist du abhängig von Drogen. Aber es hat alles mit ein bisschen angefangen. Vielleicht hast du gesagt, ein Gläschen Bier und es wurde immer mehr und immer mehr und du kannst schon gar nicht mehr ohne Alkohol in deinem Leben. Du bist ein Sklave dieser Sucht. Genauso wie ein Sklave von Drogen und anderen Dingen in deinem Leben. Gott nennt das Sünde. Gott sagt in seinem Wort, wehe denen, die mutig sind, auszusaufen den Wein. Wehe denen, die mutig sind, Rauschgetränk zu mischen. Auch diejenigen, die Alkohol produzieren, die machen sich genauso schuldig dieser Sünde, die unbedingt zur Sucht führt. Wir brauchen uns nur umzusehen in unserem Land, wie viel der Alkohol angerichtet hat. Und wenn du das verursacht hast in deinem Leben, jemandem das angeboten hast und selber konsumierst, es ist Sucht und Gott nennt das Sünde. Dann sehen wir weiter hier unten die Schildkröte. Ein Bild darauf, auf Trägheit. Vielleicht siehst du Sünde in deinem Leben. Vielleicht hast du die Botschaft des Bruders vorhin gehört. Vielleicht denkst du, ja, es ist alles richtig. Aber ich will morgen umkehren. Morgen will ich umkehren zu Jesus. Morgen will ich Buße tun. Aber ich sage dir, lieber Mensch, viele haben schon versucht, das aufzuschieben. Ja, auf das Sterbebett zu schieben. Und dieser Tag X ist nie mehr gekommen. Und deswegen, lieber Mensch, die Trägheit in deinem Herzen ist etwas Furchtbares. Deswegen, die Schrift sagt, heute, so ihr deine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht. Und dieser Panzer der Schildkröte weist darauf hin, auf ein verstocktes Herz. Und eines Tages, lieber Mensch, wirst du sterben, auch als Christ. Wenn der Herr Jesus nicht vorher wiederkommt. Und hier ist der Tod eines Gerechten symbolisiert. Die Bibel sagt, hier ist eine Krone. Es ist mir bereitet, die Krone der Gerechtigkeit. Lieber Mensch, wenn du Jesus treu bist, wird Jesus kommen, wenn du stirbst. Und er wird dich zu sich holen. Und lieber Mensch, wer du fern bist von Gott, das kannst du auch erleben. Du wirst einen friedlichen Tod sterben. Du wirst dich freuen, endlich von hier wegzugehen und zu Jesus zu kommen. Zu Jesus zu kommen. Und deswegen möchte ich dich einladen, lieber Freund, schieb das nicht auf morgen. Jesus hat einen sehr, sehr teuren Preis bezahlt und er möchte so gerne dich retten. Bitte verschieb das nicht auf morgen. Bitte schlage heute in dich wie der verlorene Sohn und komme zurück zum Vater im Himmel. Bitte bereue deine Sünden und denke nicht, ich muss dann auf so vieles verzichten.
Jesus wird die Todesstrafe in deinem Leben aufheben. Und Jesus wird dir Freude, die Fülle und ewiges Leben geben. Das können wir, die wir das erlebt haben, mit der Zunge nicht beschreiben. Möge der Herr dir gnädig sein. Mögest du hier auf Erden am besten heute die richtige Entscheidung treffen, lieber Mensch. Amen. Der Friede Jesu Christi sei mit dir. Der Friede Jesu Christi sei mit Köln. Der Friede Jesu Christi sei mit Deutschland und mit der Welt. Denn so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist heute unter anderem unsere Botschaft. Es ist die Person Jesu Christi, der Retter, der rettet und der auch dich retten will. Von deiner Verdorbenheit, von der Sünde, die in jedem Menschen herrscht. Und deshalb haben wir hier auch stehen, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zur Umkehr zu berufen und nicht Gerechte. Ich will ein paar Verse mit euch lesen aus Gottes Wort, aus Römer 5, ab Vers 8, von Vers 8 bis 11. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn, vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Aber nicht nur das, sondern noch viel mehr. Wir rühmen uns auch Gottes. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und der einzige Lohn, den wir verdienen, ist der Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, das Geschenk Jesu Christi, ist ewiges Leben. Und so stehen wir hier mit der Botschaft, mit der Person, die wir verkündigen wollen, Jesus Christus, der Retter, der dir ein Geschenk bringt, das größer gar nicht sein kann. Gott beweist seine Liebe dadurch zu uns, dass er uns das Größte geschenkt hat, was er uns schenken konnte. Und er hat sich umgeschaut und hat niemand Größeren gefunden als sich selbst und hat sich klein gemacht in Jesus Christus und hat sich selbst uns hingegeben. Was kann Gott Größeres schenken als das Größte? Und das Größte ist er. Der Größte ist er. Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Gott hat das Universum erschaffen. Gott hat dich, lieber Mensch, erschaffen. Und dieser Gott, dein Schöpfer, macht sich klein, so klein, wie wir als Menschen sind, im Angesicht seiner Größe und wird Mensch. Um dir zu begegnen, um dir persönlich zu begegnen, um dir als Person zu begegnen. Und Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Nicht für Gerechte, wie es hier steht. Nicht für die, die von sich halten, dass sie gute Menschen sind. Oh, wie oft hören wir das? Wie oft redet uns heutzutage die Gesellschaft ein, dass du doch ein guter Mensch bist, dass du doch glauben kannst, was du willst, und jeder hat seine Wahrheit. Und jeder kann leben, wie er will, und tun und lassen, wie er will, und was er will. Und doch sind wir alle Sünder. Alle Sünder. Die Bibel sagt, dass niemand da ist, der Gutes tut. Keiner. Und jetzt kommt der kleine Mensch gegenüber dem großen Wort Gottes und sagt, ich bin doch gerecht, ich bin doch kein Sünder, ich bin doch ein guter Mensch, ich tue doch gute Dinge. Oh lieber Mensch, Jesus hat einmal mit einem gesprochen, der genauso gerecht von sich geredet hat und dachte, er wäre ein guter Mensch. Und Jesus, so sagt die Schrift, sah diesen Menschen an und dann steht da, er gewann ihn lieb. Er sah ihn an und gewann ihn lieb. Und dass wir heute hier stehen, ist der Beweis dafür, dass Jesus zu dir kommt, dich ansieht und dich lieb gewinnt und dir sagen will, was der Weg ins ewige Leben ist. Und der Weg ist Jesus Christus selbst. Der Weg ins ewige Leben, der Weg in den Himmel, der Weg
für das ewige Leben nach dem Tod ist eine Person, ist keine Tat, ist keine Religion, ist kein Christentum, ist nichts, was wir tun können, sondern eine Person. Und den verkündigen wir heute. Jesus Christus, den allmächtigen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde und der auch dich geschaffen hat, lieber Mensch. Und der dich retten will und dich bei ihm sehen will. Er will dich in eine lebendige, persönliche Beziehung mit ihm hineinbringen. Und das ist unsere Botschaft heute. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist auch das, was das Wort sagt, was wir eben gelesen haben. Wie viel mehr werden wir jetzt durch Jesu Blut gerechtfertigt? Durch ihn vor dem Zorn errettet. Es ist doch ein liebender Gott. Warum steht hier was von dem Zorn Gottes? Wenn ich Kinder liebe, muss ich Abtreibung hassen. Wenn ich Kinder liebe, muss ich Abtreibung hassen. Ein einfaches Beispiel, um darzustellen, dass wenn Gott Liebe ist, er Sünde bestrafen muss, weil es ein gerechter Gott ist. Gott ist gerecht und gnädig. Gott ist gerecht und barmherzig. Gott ist zornig und Liebe. Und diese beiden Eigenschaften treffen sich am Kreuz. Diese beiden Eigenschaften küssen sich am Kreuz, sagt die Schrift so schön bildlich. Gott ist gerecht und Liebe. Das, was Gott tut, um gerecht und Liebe sein zu können, um gerecht und gnädig sein zu können und um unser Problem mit diesen Eigenschaften Gottes zu lösen, ist, der Richter kommt von seinem Richterstuhl hernieder und sagt, ich nehme die Strafe, deine Strafe auf mich. Ich nehme das auf mich, was du eigentlich verdient hättest. Und damit bin ich gerecht und Liebe. Und die Liebe wird umso größer und noch größer, je mehr ich erkenne, wie viel Zorn Gottes eigentlich Jesus auf sich genommen hat und der bei mir hätte sein müssen. Jesus hing am Kreuz an deiner Stelle, lieber Zuhörer. Eigentlich hätten wir da hängen müssen. Und doch ist Jesus der perfekte, der einzige perfekte Mensch und Gott zugleich ans Kreuz gegangen für deine und meine Sünden. Er hat deinen Platz eingenommen. Er hat seinen Richterstuhl verlassen und ist dein Retter geworden. Nur die Frage ist, ist er noch dein Richter oder ist er schon dein Retter? Denn diese zwei Eigenschaften hat Jesus. Such dir aus, wie du vor Jesus stehen willst. Vor einem Richter oder von einem Retter gerettet, der sich selber erniedrigt hat aus Liebe. Einen größeren Liebesbeweis wirst du nicht finden. In keiner Religion kommen diese zwei Eigenschaften Gottes so zusammen wie in Jesus Christus. In keiner Religion und auch in keiner Person. Das, was wir hier predigen, Jesus Christus, der Glaube, die Menschen, die hier sitzen, die größtenteils errettet sind, das ist keine Religion. Das ist Jesus Christus. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Frieden mit Gott nur durch Jesus Christus. Heute hier in dieser Stadt verschaffen, um das Wort Gottes zu verkündigen von dem Herrn Jesus Christus, okay. Über den, der gekommen ist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Über den einen, der für uns alle gestorben ist, damit alle Menschen zu dem einen Gott gelangen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch den Herrn Jesus Christus. Die Religionen gibt es viele in dieser Welt, über 4000 Religionen. Jeder sagt, hier ist die Wahrheit, dort ist die Wahrheit. Jeder sagt, du musst bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge lassen und vielleicht wirst du irgendwann in den Himmel kommen. Aber der Herr Jesus Christus sagte, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Sondern der Zorn Gottes ist über dein Leben. Und meine Frage an dich, lieber Zuhörer, wie willst du dem Zorn Gottes entfliehen? Wie willst du dem Gericht Gottes entfliehen? Durch ein paar gute Werke? Willst du Gott sagen, du warst ein guter Mensch? Durch deine Religion? Oder durch was? Und durch wen willst du dem Zorn Gottes entfliehen? Denn es ist dem Menschengesetz, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch wird einmal vor dem Thron Gottes stehen. Und die Frage ist, was willst du ihm antworten? Beziehungsweise, die Bibel sagt, aus 1000 Fragen wirst du nicht eine Antwort geben können. Für deine Sünde, für deine Gedanken, für deine Worte, für deine Unzucht,
für dein Stolz, dein Neid, für all deine Sünden, die dir im Herzen verborgen sind. Die Bibel sagt, wenn du deinen Nächsten hasst, bist du ein Mörder. Wenn du eine Frau anschaust, um sie zu begehren, bist du ein Ehebrecher. Wenn du deinen Nächsten verachtest, so sündigst du gegen den Herrn. Wer kann sagen, er ist ohne Sünde? Wer kann sagen, er ist ohne Sünde? Jesus sagte, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Da ist keiner, der nach Gott fragt, auch nicht ein einziger. Alle haben das Ziel Gottes erfüllt. Alle haben das Gebot Gottes übertreten. Und deshalb werden deine Werke nicht bringen. Deshalb wird auch dieser schöne Dom dich nicht retten. Auch dieser Dom wird dich nicht retten. Die Bibel sagt, die Elemente dieser Erde und auch die Elemente dieses Doms werden einmal in Feuer zerschmelzen, wenn der Tag des Herrn kommen wird. Und der Tag des Herrn wird kommen. Der Tag des Herrn wird kommen wie glühender Feuerofen. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn du Jesus nicht hast, bist du für alle Ewigkeit verloren. Wenn du Jesus Christus nicht hast, dann wirst du für alle Ewigkeit in der Finsternis sein. Da, wo das Feuer nicht erlöscht und da, wo der Wurm nicht stirbt. Die Bibel sagt, wie soll es dir entfliehen, wenn du eine so große Errettung missachtest? Wie wird es dir entfliehen, lieber Zuhörer? Wenn du diese Errettung missachtest, der Sohn Gottes starb für deine Sünde. Das Blut Jesu ist für dich geflossen. Und das ist der Grund, warum der Mensch wertvoll ist. Der Mensch ist nicht wertvoll, weil er gut ist. Der Mensch ist wertvoll, weil das Blut Jesu für dich geflossen ist. Weil das Blut des Lammes für dich geflossen ist. Das Lamm Gottes geschlachtet für deine Sünden. Und wir bitten dich, lieber Zuhörer, lass dich versöhnen mit Gott. Heute ist ein Tag der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Schieb es nicht auf morgen. Heute, wenn du sein Wort hörst, verstocke dein Herz nicht. Jesus ruft dich heute. Wo Gott in den Garten Eden ging, sagte er, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo versteckst du dich hinter deiner Religion? Wo versteckst du dich hinter der Wissenschaft? Wo versteckst du dich hinter deiner Philosophie? Dein Versteck hinter deinen Aussagen ist von einem guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. Wo versteckst du dich? Gott sagt, komm raus aus deinem Versteck. Stelle dich der Wahrheit, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wo versteckst du dich, lieber Mensch? Das gilt auch für dich, lieber Moslem, und für dich, lieber Jeside, und lieber Atheist, und alle Menschen, die hier zuhören. Wo versteckst du dich? Komm heraus und stelle dich der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis sein, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir sind nicht hier, um den Weltfrieden zu verkündigen. Wir sind hier, um Jesus als den Gekreuzigten zu verkündigen. Und dies ist eine wunderbare Botschaft, eine rettende Botschaft, eine frohmachende Botschaft, aber auch gleichzeitig die schrecklichste Botschaft, die es gibt. Gleichzeitig die schlimmste Botschaft, die es gibt. Denn wenn du nicht bereit bist, deinem Gott zu begegnen, wenn du keinen Frieden mit Gott durch Jesus hast, dann wartet ein schreckliches Gericht auf dich. Jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde ist in dem Gericht Gottes leer und leer. Und deshalb, lieber Zuhörer, lass dich versöhnen mit Gott. Sieh Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Komme heute, so wie du bist, und sage, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Jesus hat bezahlt für deine Sünden. Und es spielt keine Rolle, aus welcher Religion du kommst. Denn vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ob du reich bist oder arm bist, jung oder alt, schwarz oder weiß. Vor Gott gibt es kein Ansehen der Personen. Stelle dich der Wahrheit, sage, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und lade ein den Herrn Jesus in dein Herz.
Jesus sagt, ich stehe vor deiner Herzenstür und ich klopfe an. Wenn du dein Herz öffnest, so wird Jesus hineinkommen und er wird alles neu machen. Er wird dir neues Leben schenken, ein neues Herz schenken, eine neue Gesinnung schenken. Lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Amen. Einmal, wo Herr Jesus vor Pilatus stand, Herr Jesus und der Barabbas, und wo Herr Jesus gesagt, welchen wählt ihr? Was hat das Volk gesagt? Ich wünsche, dass die Volk gesagt hätten, wir wollen den Guten, wir wollen Jesus Christus haben. Aber die meisten Menschen und alle, die da waren, wir haben sich für Barabbas entschieden, für einen Mörder entschieden. Barabbas ist ein Bild für den Teufel. Barabbas ist ein Bild für den Bösen. Barabbas ist ein Bild für die Sünde. Und die Menschen haben sich für Barabbas entschieden. Seit Anfang der Welt bis heute, die meisten Menschen entscheiden sich für Barabbas. Bis heute. Wenn wir heute in Deutschland schauen, mehr als 98% sind auf der Entscheidung von Barabbas. Die gehen ihre Wege, die gehen ihre Sündenwege, unsere Leben wo, obwohl die wissen 70, wenn es hochkommt, 80 ist. Und doch, der Mensch sucht nicht nach dem Sinn des Lebens. Warum bin ich auf dieser Erde? Warum muss ich sterben? Warum ist so viel Böse auf die Erde? Und schau nicht auf sein Leben, schau nicht auf seine Vergangenheit, um zu sagen, was soll ich jetzt machen? In Psalm 90 sagt der Herr, sagt Mose zu dem Herrn, Herr, lass uns unsere Ende wissen, damit wir weise leben. Und heute sind wir in einem Land, wo in jeder Ecke eine große Kirche ist, wo Reformation war, aber doch, wo sind die Menschen? Wo ist der Gedanke der Menschen? Wohin führt das? Der Mensch ist mit sich beschäftigt. Liebe Zuhörer, heute sind wir auch da, im Namen Jesus. Wir verkündigen laut und deutlich, dass alle Menschen Sünder sind. Ganz einfach und deutlich. Dass alle Menschen Jesus brauchen, Rettung brauchen. Schau in den Welt an, was alles um dich herum ist. Krieg, Terror und Gott. Und das zeigt uns, wie ist die Lage der Menschen. Entweder der Mensch ist auf der Seite von Barabbas am Bösen, ob der Mensch auf der Seite von Sünde ist, oder entscheidest du dich heute, liebe Zuhörer, du gehst an mir vorbei, überall hier an uns vorbei, wir gucken diese wunderbaren Gebäude an, wir machen Fotos und. Aber was ist Sinn deines Lebens? Heute wird mir gesagt, wenn du heute stirbst, wo wird deine Seele ausruhen? Und da schreit die Bibel von Weitem her und sagt, du bist wertvoll und doch, wenn du Jesus Christus nicht annimmst, bist du verloren. Bist du verloren? Wenn ich dich annehmen würde, wäre ich auch verloren. Also ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht höher als du. Vielleicht ich bin schlechter als du. Aber ich bin besser daran, weil ich Jesus Christus in meinem Leben eingeladen habe. Darum auch dieser Ruf heute. Er schaut in die ganze Domgebäude hier. Du brauchst Jesus. Du brauchst Vergebung für deine Sünden. Bevor du das letzte Abend gegeben hast, sagt Herr Jesus, ich stehe vor deinem Herzenstür und klopfe an. Klopfe an, klopfe an. Wie lange wirst du dein Herz zuhalten? Wie lange wirst du so bleiben ohne Jesus? Einmal hat jemand gesagt, was ist der Sinn des Lebens? Ja, was ist der Sinn des Lebens? Sinn des Lebens ist Jesus allein. Alles andere ist sinnlos. Alles andere, hat eine Bruder mal gesagt, für die Katzen. Aber Jesus ist Sinn des Lebens. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, ist ewig verloren. Auch unsere ausländischen Mitbürger.
Alle Menschen sollen ja die heiligen Bücher auch lesen, sollen sie Koran lesen, sollen sie Tabrat und Zabur lesen, sollen sie Injil lesen. Einmal stehen sie vor Jesus. Jesus ist der Richter. Und da wird gefragt, womit bist du gewaschen? Entweder bist du mit Blut Jesu gewaschen, mit dem weißen Kleid angezogen, dann kannst du in den Himmel kommen. Alles andere wird dich in ewige Verdammnis führen. Das müssen wir ganz klar wissen und auch predigen, damit diese teure Seele, der heute hier Tausende sind teure Seelen, für jeden Einzelnen ist Herr Jesus gestorben. Du bist ja wertvoll in seinen Augen. Er wird dich nicht umsonst an den Tisch geben. Er wird dich im Himmel haben. Warum verstehst du nicht? Warum willst du nicht heute zu Jesus Ja sagen? Warum willst du nicht den Sinn des Lebens ergreifen? Und heute ist der Tag, wo die Bibel sagt, der angenehme Tag, angenehme Zeit. Heute ist dein Tag. Wir können heute dich anbieten und sagen, du kannst in deinem Herzen vor Jesus zusammenbrechen und schlicht und einfach durch ein Gebet Jesus in deinem Leben einladen, dass du sagen kannst, ich bekenne, ich bin Sünder, ich brauche Errettung, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, mache meine dreckige Sünde weg, mache mich ein neuer Mensch, durch so ein einfaches Gebet, Herr Jesus kommt in deinem Leben, und dann fängst du an, einen Weg, einen glückseligen Weg mit Herrn Jesus zu führen. Was hindert dich daran, liebe Seele? Was hindert dich daran? Wenn nichts daran hindert und du tust das nicht, konsequent ist das ewige Gewölbsein von Herrn Jesus Christus. Das wünsche ich niemandem, das wünsche ich dir auch nicht. Amen. Der Friede des Herrn und des Heiland Jesus Christus sei hier in Köln über Deutschland, über helle Menschen, dunkle Menschen, klein und groß. Jesus Christus ruft alle Menschen heute zur Umkehr. Wir haben gerade ein Lied gehört, das heißt Yeshua al-Messiah Hamal Allah. Das heißt, der aus dem Himmel gekommen ist, das Schaf, das geschlachtet worden ist, wegen den Sünden der Menschen. Ich komme aus Syrien, ein Land, das heute mit sehr viel Leid befleckt ist. Wir sehen, dass die Menschen gerade in dieser Zeit fragen, wer ist Gott und wo ist die Lösung für unsere Probleme? Und in jungen Jahren habe ich mir die Frage gestellt, was ist der Sinn in meinem Leben und wofür lebe ich überhaupt? Ich bin ein Mensch wie du und ich. Also wir sind Menschen von Gott geschaffen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wofür lebe ich überhaupt? Ich war ungefähr 16, 17, als ich diese Frage gestellt habe. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich kannte die Kirche, ich kannte das Kreuz. Ich kenne die Bibel, die Geschichten der Bibel, wie auch viele Menschen heute einige Geschichten über Jesus kennen. Aber kennst du wirklich Jesus? Oder hast du nur einige Informationen über Jesus gehört? Und als ich gemerkt habe, dass das Einzige, was ich vom Christentum gelernt und verstanden habe, eine Tätowierung ist, die ich hier an meinem Arm habe, habe ich erkannt, wie verloren ich eigentlich bin. Eine Tätowierung außerhalb des Leibes, aber wo war Jesus in meinem Herzen? Ich fragte mich, was ist der Sinn des Lebens? Wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? Lustigerweise, einige Leute stellen mir die Frage, ich meine, ich habe begonnen im Islam nach Gott zu suchen. Das war die Zeit, wo gerade Islam, Salafismus und man sagt Wahhabiten, Islamismus am Kommen war. Die Medien haben berichtet und ich habe mir die Frage gestellt, kann das sein, kann es nur sein, dass das der Weg zu Gott ist? Ich kenne die Bibel, zumindest habe ich einiges gehört, Kreuzigung, Auferstehung. Aber jetzt suche ich mal in eine andere Richtung. Und ich habe gesucht und ich habe mir gesagt, wenn das der Weg ist und wenn das die Wahrheit ist, dann werde ich bereit sein, diesen Weg zu gehen und wenn meine ganze Familie und mein ganzes Volk gegen mich sein wird. Und das sage ich auch heute. Wenn die Wahrheit dich ruft, verstocke dein Herz heute nicht. Du glaubst, vielleicht bist du zufällig hier und du läufst hieran vorbei und denkst dir, was will der mir vom Leben erzählen? Der kennt doch überhaupt nicht meine Geschichte. Ich möchte dir etwas aus meiner Geschichte erzählen und dir etwas von dem geben, was ich aus der Bibel verstanden habe. Ich habe im Koran nach Gott gesucht und war auch gezwungen, irgendwo die Bibel aufzuschlagen.
Und ich habe in der Bibel erkannt, dass das, was ich mein Leben lang suchte, hier drin versteckt war. Und das ist Gottes Wort, die Bibel. Gottes inspiriertes Wort. Und das ist die rettende Botschaft für Köln und für ganz Deutschland, für Syrien, für Irak, für Türkei und für die ganze Welt. Und ich bekenne den allein wahren Gott. Und ich bekenne den allein wahren Gott, Jesus Christus. Und heute stehe ich hier und möchte dir die wunderbare Botschaft schenken, die Frieden gibt, Veränderung. Insbesondere auch für Menschen aus dem islamischen Hintergrund. Die Christen sagen, Jesus ist Gott. Er ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden. Diese Vorurteile, die Bibel ist gefälscht, das habe ich auch eine lange Zeit untersucht und bin heute zu der Überzeugung gekommen, wenn es ein Buch gibt, das perfekt überliefert worden ist, dann ist das die Bibel, Gottes Wort. Wir reden heute von 20.000 Manuskripten, 6.000 in griechischer Sprache aus dem 1., 2., 3., 4., 5. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Eine Überlieferung, die uns kein philosophisches Buch geben kann. Kein großes Werk in der Antike ist fähig, uns das zu geben, was die Bibel uns hinterlassen hat. Und deshalb lade ich dich heute ein, ehrlich zu sein, deinen Glauben in Frage zu stellen. Du als Muslim wurdest bei der Geburt nicht gefragt, möchtest du Mustafa heißen und Sunnite sein? Die Katholiken wurden bei der Geburt nicht gefragt, evangelisch oder katholisch. Der Buddhist ist ein Buddhist, weil die Eltern Buddhisten sind. Das heißt, du bist ein Produkt deiner Umgebung. Du bist deutsch, weil Mama deutsch ist. Du bist ein Türke, ja, ich komme aus der Türkei. Wir haben uns nicht ausgesucht, woher wir kommen. Aber du kannst heute entscheiden, wohin die Ewigkeit geht. Du kannst heute entscheiden und sagen, ja, ich liebe meine Eltern. Ich liebe mein Volk. Ja, das ist meine Kultur. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, will ich mein Herz aufmachen. Ich möchte diesen Gott erkennen, ihn kennenlernen, von dem alle Völker sprechen. Wer ist dieser unbekannte Gott? Und von dem möchte ich heute sprechen. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, wer ist Jesus Christus? Ich möchte aus einer Begebenheit vorlesen in Matthäus 16, ab Vers 13. Und hier sagt uns die Bibel. Ich lese ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi, ich kann heute sagen, als Jesus aber nach Köln kam, fragte er seine Jünger und sprach, was denken die Menschen, wer ich bin? Wer ist dieser Sohn des Menschen, Jesus Christus? Ich meine, viele Philosophen, viele Theologen, viele Wissenschaftler, Biologen haben sich die Frage gestellt, naja, Wissenschaft und Glaube, Jesus Christus, wer ist diese Person? Und wir können bis morgen früh über diese Persönlichkeit reden. Wenn ich heute einen Muslim frage, wer ist Jesus, wird er sagen, naja, Jesus, der war ein Prophet unter vielen Menschen. Er war halt ein guter, netter Mensch. Gott hat ihn geschaffen, er ist auf die Welt gekommen, okay. Das ist das, was der Islam über Jesus sagt. Aber wo war Mohammed, als Jesus lebte? Das ist die große Frage, die ich mir heute stelle. Mahatma Gandhi als Beispiel, der große Moralapostel, sagte einmal über Jesus Positives und sagte, dass das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, in sich eine Bombe ist, um die Zivilisation in Stücke zu zerreißen. Doch die Christen, das sogenannte Christentum, geht damit um, als wäre es irgendeine billige Literatur. Mahatma Gandhi war hin und weg von dieser Botschaft. Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, schrieb über Jesus, ein großer Historiker, ein Topmann seiner Zeit. Er sagte, es war aber in der Zeit ein Mann namens Jesus. Ein Mensch, der von Gott gekommen ist. Er tat große Wunder und Zeichen, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Wer ist dieser Jesus Christus? Menschen erzählen viel über Jesus. Und vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen und der Name Jesus fällt, ob in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche. Die Zeugen Jehovas reden mit mir über Jesus. Aber was sagt er von sich selber aus? Um deine Mutter gut kennenzulernen oder den Nachbarn, musst du persönlich hingehen und eine Erfahrung mit ihnen machen. Es nützt nichts, heute Informationen über meine Person zu haben und mich nicht persönlich begegnet zu haben. Darum suche heute aus dem Herzen nach Jesus. Was denken die Leute, wer der Sohn des Menschen ist? Und jetzt kommt die Antwort. Sie sprachen, etliche sagen, du bist Johannes der Täufer.
Andere aber sagen Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Ja, keine Ahnung. Er ist halt nett und gut. Vielleicht ist er Mose. Vielleicht ist er die Wiedergeburt von Abraham. Naja, der war halt eben nett. Das ist das, was die Menschen über Jesus sagen. Aber jetzt wird die Sache sehr persönlich. Es geht Jesus nicht darum, was Menschen über ihn sagen, sondern was denkst du persönlich über Jesus? Stell dir bitte heute vom Herzen die Frage, wer ist dieser Jesus Christus, von dem alle Menschen irgendwie sagen, der war gut, der war nett. Und Jesus sagte einmal in Johannes 8, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Nur eine Sünde. Welcher Mensch von euch, und das ist eine Herausforderung, kann heute hier stehen und sagen, wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Wer kann so eine Aussage tätigen, wenn nicht Gott selber, der ohne Sünde ist? Und jetzt sagt Jesus hier, da spricht er zu ihnen, ihr aber, du Ali, du Mustafa, du Gabriel, du Peter, ihr aber, was denkt ihr, wer ich bin? Ihr seid das Licht dieser Welt. Und in Jesaja 60, ein Kapitel später, heißt es, mache dich auf und werde Licht. Das ist das Motto von heute. Werde Licht. Mein Bruder, meine Schwester, steh auf und sei ein Verkünder in diesem Land und sage den Menschen, ich folge Jesus nach. Gelobt sei Gott. Und ich möchte, dass wir alle Jesus applaudieren. Johannes 3, Vers 3 sagt es ganz klar. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du nicht ins Reich der Himmel. Egal, was du hier sagst, wenn du nicht die Gewissheit hast, du bist von Neuem geboren, wenn du nicht die Gewissheit hast, du hast den Geist Gottes, egal, ob du hier mitläufst, egal, ob du jetzt zuhörst, dann lerne Jesus kennen. Du musst dich bekehren, du darfst dich bekehren. Bekehren heißt, endlich zu begreifen, da ist nichts Gutes in dir. Du musst mit deinem sündigen Leben kommen und es am Kreuz sterben lassen. Du musst den Herrn Jesus Christus fragen, Herr, ich komme zu dir, all die Schmutz, den ich getan habe, all die Sünden, bitte Herr, vergebe sie mir. Und der Herr Jesus Christus ist reich an Vergebung. Sein Blut reicht aus, den schmutzigsten und bösesten Sünder zu reinigen. Er hat auch mich gereinigt und ich habe die Hölle verdient. Ja, ich habe die Hölle verdient, aber Jesus hat mich neu gemacht. Und wenn du kommst mit deinen Sünden und sie bekennst und bereit bist zu begreifen, du kannst dich selbst nicht retten, dann darfst du Jesus annehmen. Du darfst dein altes Leben ihm geben und ihn bitten. Und das ist so wichtig. Jesus Christus, du, mein Herr Jesus Christus, komm hinein in mein Herz. Mach mich neu, gib mir ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist. Lass mich ein Kind Gottes sein. Lass mich in deiner Herrlichkeit sein. Und das muss passieren in deinem Leben. Anders, keinen anderen Weg gibt es. Jesus sagte einmal, viele werden an jenem Tag zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr. Und er wird ihnen sagen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Noch ist Gnadenzeit und diese Gnadenzeit besteht nur aus einem Grund. Jesus sucht immer noch dich. Er sucht dich persönlich, weil er für dich persönlich ans Kreuz gegangen ist. Komm heraus, bekenne deine Sünden, nimm Jesus an, schließe Frieden und komm heraus aus dem Betrug dieser Welt. Denn Jesus ist die Fülle, Jesus ist der lebendige Gott. Und wer ihn einmal geschmeckt hat, der will nicht zurück. Wer ihn einmal wirklich geschmeckt hat, der will nicht zurück. Und viele Menschen schauen mich an und denken, sie hören diese Botschaft. Er klopft an ihr Herz und sie denken sich, eigentlich ist es doch die Wahrheit. Aber sie haben vor Augen den Verzicht. Sie denken, sie würden verzichten. Aber ich kann nur bezeugen, mit meinen Geschwistern hier, ich verzichte nicht, ich lebe aus der Fülle. Denn die Bibel sagt, in Jesus Christus sind wir zur Fülle gebracht. Wenn Gott, der lebendige Gott, Gemeinschaft mit dir hat, dann werden all deine Dürste, die du hast, in ihm gestillt. Nicht in dieser Welt,
Die Welt verspricht dir Tag für Tag neue und neue Dinge. Und du jagst diesen Dingen nach. In dieser Illusion gibt es Menschen, ich komme aus Hamburg, gibt es Menschen, die jedes Wochenende, so wie ich es früher gemacht habe, auf die Reeperbahn gehen. Und dein Bruder sagte einmal, auf der Reeperbahn sind nur suchende Menschen. Sie suchen in der Welt, was sie nicht finden können und kommen schuldbeladen zurück. Und Jesus will dir diese Ruhe und diesen Frieden geben. In keiner Religion findest du das. Nur in Jesus Christus. Und wo du hinkommen musst, du musst zum Kreuz. Dort musst du dein altes Leben lassen und Jesus hineinlassen in dein Herz, damit er alles neu macht. Und noch eine Sache ganz klar. Jesus hat Menschen berufen, dass sie ihm nachfolgen. Er sucht Nachfolger. Seine Gnade ist keine billige Gnade. Und ich freue mich, dass ich sein Knecht sein darf. Ich freue mich, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Ich freue mich, dass ich ihm nachfolgen darf. Aber dazu beruft er. Er will nicht nur, dass du einfach errettet bist. Er will, dass du zeugst von seiner Liebe. Er hat dir ein neues Lied in dein Herz gegeben. Und im Psalm 40 heißt es, dieses Lied werden viele schauen. Ja, das Lied muss gesehen werden in deinem Leben. Das kannst du nicht nur immer singen. Das muss man sehen. Und ich hoffe, der ein oder andere, der hier steht und Jesus noch nicht im Herzen hat, kommt endlich heraus und nimmt diese Gnade an. Denn heute ist noch Gnadenzeit. Der Herr segne. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als einzig und allein durch den Namen Jesus Christus, lieber Mensch. Denn Jesus beansprucht, die Wahrheit zu sein, weil er sagt, ich bin die Wahrheit, dann gibt es um diese Wahrheit keine anderen Wahrheiten, denn er, weil er die Wahrheit ist. In dem Namen Jesus Christus ist Rettung und ist Frieden mit Gott. Die Sünde, in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil wir alle Sünder sind, werden wir Gottes Herrlichkeit nicht erreichen. Es ist eine tiefe Kluft zwischen dem Menschen und Gott, wegen der Sünde will. Aber Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Und darum kam Jesus in die Welt, um für uns Sünder zu sterben, wo wir noch krank waren, wo wir noch durstig, aber durstig waren nach der Wahrheit. Und alle, die den Namen bekennen, alle, die in der Bibel stehen, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Damit ist das ganze Evangelium erklärt. Wenn du Jesus aufnimmst, lieber Mensch, wenn du Jesus aufnimmst, hast du das Anrecht, gut zuhören, hast du das Anrecht, ein Kind Gottes zu heißen, lieber Mensch. Du hast eine lebendige Beziehung zu Gott. Ja, das ist kein weit entfernter Gott. Das ist nicht ein Gott, den du sauber bedienen musst. Ja, wie zum Beispiel auch die Muslime, die müssen sich waschen von diesem Gott. Der Herr sagt, kommt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, mit euren ganzen Schmutz, aber kommt. Und wenn du das mit dem Herzen bekennst, mit den Lippen bekennst, dass Jesus Herr ist, deine Sünden wahrhaftig bereust vor diesem lebendigen Gott, bereust und umkehrst von deinen Sünden und sagst, Herr Jesus, vergib mir, ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube daran, dass du nach 3 Tagen auferstanden bist. Und bitte, Herr Jesus, komm in mein Leben, erfülle mich neu, gib mir ein neues Herz, schenk mir ein neues Leben. Amen. Und dir wird dieses Leben geschenkt von Jesus Christus, der Einzige. Denn Jesus ist keine Religion. Religionen sind von Menschen und das wissen wir alle. Guckt euch Religionen an, was Religionen verursachen. Kriege, Politik, was weiß ich, das sind Maskeraden, das sind Theaterstücke. Eine lebendige Beziehung
Christus, der sagte nicht, folgt irgendeiner Religion, folgt dem Katholizismus, folgt den Freikirchner, folgt den Orthodoxen. Er sagt, folgt mir nach. Wir sollen seine Nachfolger sein. Und sein Wort ist Wahrheit, denn Jesus ist Wahrheit und Jesus wird uns frei machen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben, so steht es in der Bibel. Bekehrt euch, Köln, denn eure Sünden stinken bis zum Himmel. Bekehrt euch, wir brauchen alle Jesus und wir brauchen alle Vergebung. Während andere Religionen die Barmherzigkeit hoffen, die Barmherzigkeit Gottes zu erlangen, beten wir denjenigen an, der uns die Barmherzigkeit geschenkt hat, unser Herr Jesus Christus. Amen. Hallo Köln, wir sind hier als Zeugnisse über unseren Herrn Jesus Christus zu berichten, was er in unserem Leben gemacht hat. Ihr habt viele Wunder gehört, aber ich will auch berichten, was im Wort steht. Im Wort steht, dass der Herr Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und keiner zum Vater kommt, außer durch Jesus Christus. Und wenn ihr das auf euren Boden zergehen lässt, dass er der Weg ist, dann wisst ihr automatisch, dass keine Religion, kein Katholizismus, kein Islam, kein Judentum, kein Hindertum, keine Religion allgemein euch retten kann. Keine Werke können euch retten, allein das Blut Jesu Christi. Denn er ist für euch am Kreuz gestorben, damit ihr leben könnt. Ich komme aus einer Kultur, wo in meiner Kultur gesagt wird, ich sterbe für dich. Meine Mutter hat ständig für mich gesagt, ich sterbe für dich. So, sie wollte halt ihre Liebe mir zeigen. Aber letztendlich lebt sie noch immer. Sie ist nicht gestorben. Aber der Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat, der alles, was in der Erde ist, auf der Erde ist, unterm Wasser ist, erschaffen hat, hat sich erniedrigt und ist auf diese Erde gekommen, damit wir leben können. Nicht diesseits, sondern jenseits, dass wir für ihn bestehen können, dass wir das ewige Leben haben. Das hat der Herr für dich gemacht. Weißt du, ich komme aus einer Kultur, wo man sagt, Gott ist groß. Ihr wisst ja, im Islam wird es gesagt, dass Gott groß ist. Aber es ist eindimensional. Du machst Gott klein, wenn du sagst, Gott ist groß. Weil Gott ist in allen Richtungen groß. Er ist nach oben groß, nach vorne groß, nach hinten, nach rechts, nach links, auch nach unten. Somit ist auch im Kleinsten zu sein der Größte. Und das sagt die Bibel, dass der Herr dich so arg liebt, dass er am Kreuz sich erniedrigt hat, damit du lebst. Und das hat er nicht gemacht, weil du was Besonderes bist, weil was Tolles getan hast, dass deine Hände toll sind und du gute Werke getan hast. Der Herr sagt, wir sind alle Sünder. Wir haben alle gesündigt und wir haben alle den Ziel verfehlt. Nein, das hat er gemacht, weil er dich liebt. Nicht, weil du was Tolles bist oder was Besonderes bist, sondern wie ein Vater, der sein Kind liebt, der verloren geht und er alles macht, damit dieses verlorene Kind zurückkommt. Das hat der Herr gemacht, damit du gerettet wirst. Gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, sich hingegeben hat. Wie der Bruder vorhin sagte, er sagte, es gibt nur einzig wahren Gott und das ist Jesus Christus. Wisst ihr, vor 10 Jahren, wenn jemand zu mir gekommen wäre und so mit mir gesprochen hätte, ich hätte gesagt, was willst du denn, du Spinner? Bei dir ist nicht alles in Ordnung. Was willst du mir sagen? Vor 10 Jahren dachte ich, dass ich Christ bin. Vor 10 Jahren dachte ich, dass ich, wenn ich sterbe, automatisch im Himmel sein werde, weil ich orthodox bin. Bis der Herr Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, als ich in der Welt war, als ich in der Welt nach Frieden gesucht habe, als ich in der Welt mit Drogen, mit Alkohol, mit Partys und was die Welt anzubieten hatte, gesucht habe und ich habe mich gefühlt, ich war aber nicht erfüllt. Erfüllen kann allein unser Herr Jesus Christus, weil er der Friedefürst ist, weil er diese Welt erschaffen hat,
weil er uns so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist, in diese Welt gekommen ist und sich selbst nicht verschont hat. Unser Heiland Jesus Christus ist heute hier und er ruft jeden, der noch nicht Gewissheit hat, wo der hinkommt, das ewige Leben in Jesus Christus. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren mit seinem Blut unsere Sünden und für die Sünden für alle Welt bezahlt. Und er ruft dich heute, er sagt, komm zu mir. Und genau vor 10 Jahren hat er mich gefunden, als ich im Gefängnis war, weil ich Drogen verkauft habe, weil mein Leben so tief und in Schmutz und in der Welt und in der Finsternis war. Im Gefängnis ist er mir begegnet in sein Wort und er hat mir gesagt, ich liebe dich. Du hast gesündigt. Wenn du heute stirbst, wirst du in die Hölle gehen. Aber ich habe für dich bezahlt. Ich habe mit meinem Blut in Golgatha am Kreuz für dich bezahlt. Öffne dein Herz und komm zu mir. Ich werde dich erretten. Ich werde dich erretten von der Welt, wo du selber nicht loskommst. Ich werde dich erretten von der Schmutz, von Drogen und alles, was die Welt anzubieten hat. Wenn jemand hier ist, der jetzt zuhört, wo sein Leben in Schmutz, in Drogen, in Alkohol, in Süchte sind, deine Errettung, dein Medizin ist allein Jesus Christus. Und er steht mit offenen Armen heute und er ruft dich. Er sagt, komm, so wie du bist, ich liebe dich. Niemand, keine Kirche, auch so eine große Kirche wie hier, keine Religion, kein Gesetz kann dich erretten. Mein lieber Zuhörer, frage dich selbst heute, wenn du nach Hause gehst, wenn du einschläfst, wenn du morgen früh nicht aufwachst, wenn dein Herz aufhört zu schlagen, wo wirst du sein? Frag dich, wirst du im Himmelreich sein, beim Herrn in der Ewigkeit, wo kein Tod mehr gibt, wo keine Krankheit mehr gibt, wo keine Tränen mehr gibt, oder wirst du in der Hölle sein? Der Herr Jesus Christus will, dass keine einzige Seele verloren geht. Er bietet dir heute die Chance und er sagt, komm zu mir. Genauso wie er mich vor 10 Jahren errettet hat, die Hand zu mir gereicht hat und mich rausgezogen hat aus der Sünde, so bietet er heute dir die Hand, weil er dich liebt. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen und dir deine Augen, dein Herz für ihn öffnen. Ich möchte mit einem Vers abschließen und euch vom ganzen Herzen Gottes Segen und Gnade wünschen. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Und ich sage dir, lieber Zuhörer, wache auf, du bist betäubt von der Welt. Die Welt will dich betäuben, die Welt will dich blind machen, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Jesus Christus ist die Wahrheit und er sagt, wache auf und komm zu mir, ich werde dich erretten. Der Herr segne euch, die im Glauben sind. Der Herr segne die, die noch nicht im Glauben sind. Die Tür ist für jeden offen. Komm zum Herrn Jesus Christus. Shalom. Hallo meine lieben Geschwister von unserem Herrn Jesus Christus und liebe Mitmenschen. Heute möchte ich ein kleines Zeugnis von meinem Leben geben. Mein Name ist Willi Schulger, ich bin 24 Jahre alt. 25 Jahre alt werde ich bald und ja, ich bin ganz normal aufgewachsen, hatte 2 liebevolle Eltern, die mich großgezogen haben, bin getauft worden, bin konfirmiert worden, habe die Botschaft vom Evangelium gehört, wusste eigentlich Bescheid, was das Evangelium ist, was Jesus getan hat, aber ich konnte damit nicht viel anfangen. Ich hatte keine Beziehung dazu. Es war halt so, ja, man kannte es und gut ist und Gott gibt's, aber es war halt nichts Lebendiges. Und so habe ich mein Leben weitergelebt und ich hatte immer so ein bisschen Interesse. Ich habe auch mal die Bibel in die Hand genommen, auch mal ein bisschen drinnen rumgeblättert, so 2-3 Seiten gelesen, aber dann auch wieder zur Seite gelegt, weil ich konnte damit nichts anfangen. Und so habe ich mein Leben gelebt, so wie die meisten Menschen. Ich habe gedacht, ich bin ein gerechter Mensch, ich tue niemandem was Böses, ich achte auf meine Mitmenschen. Und dann ist es halt so weit gekommen, dass mich mein Leben in die Situation gebracht hat, dass ich dann nach einer Feier in der Diskothek hochmütig in mein Auto gestiegen bin, natürlich unter Alkoholeinfluss. Und ich bin dann mit ungefähr 100 km/h gegen einen Baum gekracht, frontal.
das Auto war total Schaden. Die Ärzte, die haben, ich habe mehrmals gehört, ich hatte viele Schutzengel und ich bin auf jeden Fall im Krankenhaus aufgewacht und hatte einen Berstenbruch in der Wirbelsäule und mein rechter Fuß war im Motor eingeklemmt. Der Fuß war so angeschwollen, dass man mir den zuerst abnehmen wollte, damit ich nicht an einer Blutvergiftung sterbe. Und ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich war kurz davor, im Rollstuhl zu landen. Und in diesem Moment habe ich einfach erkannt, wie ich mein Leben gelebt habe und welchen Dingen ich in meinem Leben hinterhergelaufen bin. Reichtum, dicken Autos, viel Geld, das waren so meine Lebensziele. Aber wenn du dann in deinem Bett liegst, dich nicht bewegen kannst und alles verloren hast, sind dir diese ganzen materiellen Dinge einfach nur wertlos. Und du fragst dich, was für einen Sinn hat überhaupt dieses Leben? Und innerhalb weniger Sekunden kann man einfach alles verlieren. Und jeder Mensch hier weiß nicht, wie lange er lebt und kann durch einen Schicksalsschlag oder wie auch immer in eine Situation kommen, wo er alles verliert. Aber leider begreifen wir Menschen erst in diesen Momenten, was überhaupt das Leben ist und dass es einen Gott gibt und dass das Leben mehr ist als das, was wir daraus machen. Und nach dieser Situation habe ich gebetet. Ich habe nicht zu Jesus gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und ich weiß, es gibt dich, dann zeig mir die Wahrheit. Ich möchte einfach die Wahrheit, ich möchte den Sinn, ich möchte verstehen. Und nachdem ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, habe ich auch wieder die Bibel gelesen. Ich war ja noch sehr lange krank, ich lag viel im Bett. Dann habe ich die Bibel gelesen, aber diesmal war es anders. Diesmal habe ich die Bibel mit ganz anderen Augen gelesen und das, was ich da drinnen gelesen habe, das hat mich überführt. Ich habe erkannt, was für ein Sünder ich bin, wie ich mich selbst belogen habe in meinem Leben und was ich mich doch für einen guten Menschen gehalten habe und was für ein Lügner ich doch war. Und ich habe erkannt, dass ich Jesus brauche, denn wenn ich an diesem Tag gestorben wäre, ich hätte vor Gott nicht bestehen können mit diesen Sünden, die an mir geklebt haben. Und so bin ich auf die Knie gegangen und ich habe Jesus angebetet und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich und ich habe erkannt, wer du bist und was du für mich getan hast vor 2000 Jahren. Und ich danke dir, dass du mich an diesem Tag bewahrt hast. Ich danke dir, dass an diesem Tag niemand gestorben ist. Ich danke dir, dass du mich bewahrt hast vor dem Tod. Und ich danke dir, dass du meine Augen geöffnet hast. Und ich bin so froh, dass ich diese Botschaft mit euch allen teilen kann und vielleicht auch einige junge Leute sogar, die ähnliche Dinge durchmachen, einfach zeigen kann, dass das Leben mehr ist als Party, Drogen und dicke Autos, Geld. Das Leben ist viel mehr und Gott liebt uns und Jesus liebt uns und er streckt jedem seine Hand aus. Aber wir müssen danach greifen und es ist ein Geschenk. Ja, und so bedanke ich mich, dass ich heute dieses Zeugnis hier halten darf. Und mein Zeugnis hört an dem Baum auf mit einem kaputten Auto, ausgelaufenem Öl, was total Schaden ist. Und ab da beginnt das Zeugnis von unserem lebendigen Gott. Und jetzt kann ich ein lebendiges Zeugnis geben. Und freue mich, das hier mit euch zu teilen. Halleluja. So, liebe Zuschauer, hier ist eine Art, wo wir für alle Menschen eine Wassertaufe der Bibel durchführen wollen. Was heißt das? Die Bibel sagt das, wenn ein Mensch in seine Sünde zu Jesus Christus bekennt, sich zu ihm bekehrt und auf den Namen Jesu Christi sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Nicht durch die Kindertaufe, sondern ein Glaubenstaufe. Alle Leute sollen hören, diese Menschen haben erkannt, diese Sünder. Sünde ist der Tod eines Menschen, ewiger Verderben. Aber Jesus Christus haben sie verstanden, es ist für sie gestorben. Und jetzt wollen sie im Namen Jesus, in diesem Wasser, von diesem großen Gebäude, zu Jesus Christus bekennen und sagen, Jesus starb für meine Sünden. Und ich bin auch in diesem Wasser gestorben. Ich will auch heute ein Leben für Jesus leben. Und das gilt für jeden Mensch auf dieser Erde. Ohne Buße und Bekehrung, ohne Taufe auf den Namen Jesus Christi. Der Mensch geht verloren. Somit machen wir hier ein Taufe, so wie vor 2000 Jahren Jesus Christus sich selber in Jordan taufen lassen hat. Okay, damit ihr wisst, warum wir das machen. Ich frage dich,
Bist du dir auf den Namen Jesu Christi taufen, Sarah? Ja, Amen. Bist du dich zu Jesus bekennen? Ja. Wo alle diese Menschen? Ja. Wo die dämonischen Mächte vor Engel? Ja. Starb Jesus für deine Sünden? Ja. Hast du nur durch ihn gerettet werden? Natürlich. Lass sie dich auf den Namen Jesu Christi taufen. Wenn du jetzt hier auf den Knie, aber du musst ganz gut taufen. Hier auf den Knie, du musst ganz unter dem Wasser. Ganz unter dem Wasser. Also mit dem Kopf? Genau. Ich taufe dich auf den Namen von Jesus Christus, der Nazarener. Jesus Christus bekehrt. Wo haben wir Gurbet? Du bauert dich in Isai Nurani Bona von Hette Maria. Ich hätte nicht was Isai Nurani Rebe Kriya. Du bauert dich in Tene Ende Parabe Chaske. Du hast es dann noch in Isai Nurani Bona von Hette Maria. Da erwarte ich ihm, wenn auch ich ihm. Ich habe gerade hier dasselbe gefragt, liebe Gurbet. Glaubst du, du bist ein Sünder? Sie hat gesagt, ja. Glaubst du, allein Jesus kann deine Sünde vergeben? Sie hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, ich werde dich auf den Namen Jesu Christi von Nazareth taufen lassen. Was? Habe ich das gehört? Ich taufe dich auf den Namen Jesu Christi. Das war's, das war's. Meine Freunde, öffnet eure Herzen für Jesus Christus, für die Wahrheit. Hier ist noch ein Pharisäer, was diese andere besucht hat. Hier ist eine biblische Taufe. Ein Mensch, der erkennt, ich bin Sünder, bekennt sich zu Jesus Christus und öffnet sein Herz. Bekommt Vergebung seiner Sünde anhand das. Lässt er sich auf den Namen Jesus taufen. Das ist eine biblische Taufe. Alle anderen Taufen, Kindertaufe, sind unbiblisch und vor Gott ungültig. Dafür machen wir so, wie Herr Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Ich frage dich auch, liebe Schwester, glaubst du, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist? Glaubst du, alleine Jesus kann deine Sünde vergeben? Glaubst du, dass Jesus dein Herr und Heiland ist? Und taufe dich auf den Namen Jesus Christus von Nazareth. Sie hat sich auch zu Jesus Christus bekehrt. Sie hat sich auf meine Nase taufen lassen. Ich wünsche das nicht für jeder einzelne von euch. Das ist der Weg zur Errettung. Sich bekehren, sich auf den Namen Jesus taufen lassen und einen Weg mit Jesus gehen. Allein Jesus kann uns helfen. Amen. Ich taufe Schwester Emmy auf den Namen Jesus Christi von Nazareth. Annie, komm mal her. Mach vorne.